Nur drei Tage nach der historischen Heimniederlage gegen die TSV Hannover-Burgdorf stand für den SCM am 19. November ein weiteres Heimspiel an, diesmal international im EHF Cup. Zu Gast waren die Handballer aus Nažice, für den SCM keine unbekannte Mannschaft. Schon im Jahr 2012 standen sich beide Teams gegenüber. In die Getek Arena kamen an diesem Samstagnachmittag 2447 Zuschauer und die Stimmung war angespannt. Das erste Tor gehörte schnell den Gästen aus Kroatien. Aber dennoch startete der SCM mit Biss und Willensstärke durch. Mats Christiansen eröffnete mit seinem Treffer einen 3:0-Lauf, den Matthias Musche in der 5. Spielminute mit dem 3:1 beendete. Nur bis zur 6. Spielminute konnten die Kroaten mithalten. Hier das 3:2. Zweiter Treffer, Nažice von der. Auf Seiten des SCM klappten nicht alle Torchancen, aber diese wurde auch mal im Nachgang genutzt. Matze Musche baute die Führung zu Beginn der ersten Halbzeit weiter aus. Und 5:2, SC! Viele Attribute, die bei der -15-Tor-Niederlage gefehlt haben, zeigte der SCM wieder. Und so setzten sie sich immer weiter ab. Rückraumschütze Michael Damgaard mit der 5-Tore-Führung in der 15. Spielminute. In der 21. Spielminute erzielte Matthias Musche seinen 5. Treffer und somit auch die erste 6-Tore-Führung für die Grün-Roten. Und 21. Spielminute, 12:6. 6 Tore vor für den SCM und für diese 6-Tore-Vorsprung verantwortlich der Mann mit der 6, Matthias. Matthias! Auch Yannick Green zeigte Leistung im Tor. Mit seinen Paraden hilft er den Jungs ebenfalls, die Führung weiter auszubauen. Und wieder Yannick! Und so warf Kreisläufer Zielko Musa zur 8-Tore-Führung, 17:9 für den SCM. Aber die Mannschaft aus Nažice startete ebenfalls einen 3:0-Lauf. Kurz vor dem Halbzeitpfiff verkürzte Mislav Nenadic den Rückstand auf 17:12. In der zweiten Halbzeit bekam SCM-Rechtsaußen Daniel Pettersson seine Einsatzzeit. Und er bedankte sich mit seinem Tor zum 19:12 dafür. In der 34. Spielminute warf nun auch Michael Damgaard sein 5. Tor und somit war der SCM auch wieder 8 Treffer vor. Die Gäste bekamen zwischenzeitlich aber auch einfache Tore geschenkt. Hier treffen sie ins leere Tor zum 21:14. Aber Yannick Green zeigte bei dieser Aktion vollen Körpereinsatz. Nažice, Torschütze mit der 7, Vedran Crnić. Der SC Magdeburg ließ die Gäste aber so gut wie chancenlos. Hier Finn Lemke mit der erneuten 8-Tore-Führung zum 24:16. Und wenig später traf Daniel Pettersson zur 9-Tore-Führung zum 25:16. Aber das war noch nicht die höchste Führung. In der 48. Spielminute gab es durch Spielmacher Marco Besiak das 27:17. Die Kroaten verkürzten noch einmal ihren Rückstand, hier per 7 Meter zum 30:22. Ganz cool und abgezockt erzielte Michael Damgaard das letzte Tor der Partie. Am Ende stand es 31:22 für den SC Magdeburg. Der SCM tritt am Samstag, den 26. November, mit einem 9-Tore-Polster im Rückspiel in Nažice an. Hier die Stimmen zum Spiel. Ich habe hier sehr lange Zeit nie gespielt, aber in der Vergangenheit habe ich ungefähr 10 Mal hier gespielt und habe ganz selten gewonnen. Das war auch heute. Ich weiß, dass Magdeburg hat letzte Zeit ein Problem gehabt bei Ergebnissituationen, weiß ich nicht. Das war für SC Magdeburg sehr wichtige Spiele, dass die bekommen eine, wie kann ich das sagen, eine positive Atmosphäre. Für uns war es noch wichtigste Spiele. Wir haben nie gespielt in unserem Niveau. Wir haben auch lange Zeit Pause gehabt. Jetzt, das haben sie gemerkt, dass wir haben schlechte Aussichten. Und okay, wir werden nächste Woche gegen Magdeburg ein bisschen besser spielen.
zusammen im Abwehr, im Angriff. Natürlich, dass sie brauchen mehr Konzentration und viel weniger technische Fehler. Das stimmt besser. Wie habt ihr den Schalter umgelegt? Wie sind die letzten drei Tage bei euch verlaufen? Was habt ihr gemacht? Ja, wir trainiert normal. Wir probiert zu bleiben zusammen wie Mannschaft und natürlich, das war ein schlechter Tag für alles hier und Publikum und die Spieler und Trainer und alles. Aber wir müssen vergessen das und Arbeit. 9 Tore, sah gut aus das Spiel aus deiner Sicht, hat noch nicht alles funktioniert, aber vieles wieder besser. Ja, definitiv, gute Körpersprache am Anfang, sind voll reingegangen. So wie das halt immer sein soll. Und ja, ich glaube, wir können zufrieden sein mit 9 Toren Vorsprung, aber ja, wir sollten gewarnt sein. Also wir fahren dahin, hoffentlich mit der gleichen Einstellung und ja, reißen uns da den Allerwertesten auf, in dem Wissen, dass alles im Handball möglich ist. Und deshalb sind wir jetzt erstmal zufrieden, natürlich, aber sind auch gewarnt und geben alles in Nasice. Jetzt geht es aber darum, nicht die Köpfe in den Sand zu stecken, weil es geht halt weiter. Und da war das heute, ich will nicht sagen, eine richtige Reaktion, aber es war auf jeden Fall eine Reaktion auf diese Leistung. Und dieser Wettbewerb ist ungeheuer wichtig für uns. Daher, glaube ich, kann ich mit dieser ersten Halbzeit in diesen 2 Spielen jetzt im Moment ganz gut leben. Und das war sicherlich auch nicht schwer, auch schwierig nach diesem Mittwoch. Ja, die Köpfe wieder frei zu bekommen und die Köpfe oben zu tragen. Aber das ist unsere Aufgabe. Wenn wir jetzt daraus was mitnehmen können und uns das vielleicht auch ein Stück stärker macht oder ein Stück enger zusammenrücken lassen soll, dann kann ich damit jetzt wohl am meisten leben. Mit dem Ergebnis heute bin ich zufrieden. Wir haben gesagt, wir wollen es deutlich gewinnen. Ist jetzt auch müßig zu diskutieren, ob es noch 2 oder 3 hätten mehr sein können. Aber ganz klar ist, das ist die erste Halbzeit. Und wenn wir da unten auf einen heißen Tanz treffen und, oder auf eine heiße Atmosphäre treffen, und wir legen mal wieder so eine berühmte Startphase hin, wo es schnell 0-5 steht, dann kann das auch eng werden. Also wir müssen hoch fokussiert bleiben, müssen uns jetzt auf die Aufgabe BHC konzentrieren. Das ist die nächste Aufgabe, wollen wir den dritten Auswärtssieg holen und dann nach Nasice und einfach die Gruppenphase klar machen. Also wie gesagt, keine leichte Woche, aber ich glaube, das heute war okay. 2500 Zuschauer, vielen Dank dafür. Das war ja auch nicht zwingend zu erwarten. Und ja. Weiterarbeiten und versuchen, Mittwoch nachzulegen.